Hallihallo, am nunmehr 6. September 2020, ein Sonntag. Gestern am Samstag, da lag ja der Fokus oder ein wesentlicher Teil der Zeit haben wir eben damit verbracht, die Fensterkontakte zu installieren für die Fenster, die hier schon eine Weile rumstehen. Vor allem haben wir uns gestern eben auf die großen Fenster gestürzt, die doppelflügeligen, bodentiefen Fenster, die halt sakrisch schwer sind. Und die gute Nachricht ist, man kann es hier sehen, wir haben hier es tatsächlich geschafft. Wir sind fast durch. Ein, zwei Fenster habe ich innen noch aufgebockt und wir haben die Palette hier leer geräumt. Wir haben so ein bisschen das System mittlerweile umgestellt, optimiert, industrialisiert fast schon. Und das ging dann am Schluss oder geht aktuell auch noch richtig schnell von der Hand mittlerweile verglichen mit dem Anfang. Und das möchte ich jetzt mal kurz hier so ein bisschen vorführen. Und die wesentliche Innovation, und da sind wir, haben wir uns irgendwann mal durchgedrungen. Am Anfang hatten wir eben davon abgesehen, zum einen aus Mangel an Wissen, zum anderen aus Angst, dass das zu viel Arbeit wird, dass man dabei zu viel kaputt macht. Aber wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen, die Fenster hier in ihre Einzelteile zu zerlegen. Also man kann das hier sehen. Wir haben mittlerweile hier schon zwei Arbeitsstätten. Ich habe, also die sind jeweils aufgebockt hier. Sowohl hier als auch hier. Da kann man eben jetzt die Kabel einziehen, kann die Lötarbeiten durchführen, kann dann die Fenster an ihren Bestimmungsort tragen, sofern das möglich ist, und die dann dort eben zwischenlagern für die Monteure. Die Monteure werden die ohnehin auseinandernehmen müssen, in großen Teilen für den Transport und für die Montage. Die werden dann je nach Fenster halt an mehreren Stellen im Rahmen hier verschraubt, außen. Und insofern muss man die sowieso in großen Teilen auseinandernehmen, um überhaupt da hinzukommen. Und das macht uns, vor allem auch uns, den Job wesentlich einfacher. Man kann auch sehen, wir haben hier irgendwie angefangen, die bereits fertigen Fenster eben hier zwischenzulagern. Auch so in den Einzelteilen, damit man die eben schön transportieren kann. Das Problem ist, die zum Beispiel hier, diese doppelteiligen, wo es eben der untere Teil eine Festverglasung ist, die müssen eigentlich nach oben ins Obergeschoss. Das kriegen wir aber nicht hin. Mit den vielen Baustützen und im Treppenhaus ist das einfach zu eng. Und da würde man irgendwie nur Schaden anrichten. Das wollen wir vermeiden. Daher haben wir die jetzt hier eben zwischengelagert. Und die einzelnen Einzelteile, die Festverglasungen unten, die Flügel, diese Klickleisten, die Einspann. Ja, Klipse oder ich weiß gar nicht, wie die sich genau nennen, so Art Keile, die man da seitlich zum Einspannen der Festverglasung benutzt. All das ist beschriftet, wie man hier sehen kann. Und all das befindet sich jetzt hier eben an verschiedenen Stellen gelagert. Unten irgendwie mit ein bisschen Holz oder Styropor, auch untereinander nochmal gut gepolstert, damit hier nichts passiert. Aber das hat es jetzt wesentlich einfacher gemacht. Also ich hatte hier massive Unterstützung durch meine Helfer. Die haben sich im Wesentlichen um die Demontage, den Transport hier gekümmert, haben mir die hier immer wieder aufgelegt und ich habe mich dann quasi an die Verarbeitung gemacht, an diese kleine fummelige Arbeit. Und das ist jetzt vom Ablauf her so, dass wir sogar es schaffen mit einem M20 Leerrohr, also das ist schon vom Durchmesser echt großzügig dimensioniert, gerade für so eine Anwendung hier. Und ich schaffe es halt hier bei diesem Fenster. Also wir haben verschiedene Typen. Der eine Fenstertyp ist eben so eine Festverglasung unten, Flügel oben. Das ist vor allem fürs Obergeschoss gedacht, damit man halt da eine Absturzsicherung hat. Und da haben wir uns jetzt mittlerweile eben so oft, oder das System ist jetzt mittlerweile so, dass wir hier unten das Kabel entlang ziehen. Seitlich kommen wir eben mit dem Leerrohr hier angefahren, haben durch den Rahmen durchgebohrt. Das Leerrohr endet dann hier. Hier wird dann das Glas eingesetzt. Das sieht man dann nachher nicht und das Kabel verläuft dann ohne Leerrohr hier bis zu dieser Stelle. Dort ist eben durchgebohrt, auch wieder zum Verschluss hin. Der kommt dann hier oben heraus. Da wird dann wirklich der Verschluss eingesetzt. Und wie man hier gerade sehen kann, bin ich halt gerade am Löten. Also ich löte hier jetzt gerade diesen Verschluss eben an. Muss das dann alles noch einschrumpfen und kann das dann hier eben verschrauben und soweit vorbereiten. Wenn das dann wirklich mal vorbereitet ist, dann schaut das eben so aus wie die hier hinten schon. Also dann kann man das hier sehen. Hier sind die Verschlüsse eben bereits montiert auf beide Flügel. Hier unten schaut das Kabel heraus. Das muss man dann nachher halt so ein bisschen vorsichtig einspannen beim Einbau der Festverglasung. Und hier seitlich jeweils kommt quasi das Leerrohr heraus. Das haben wir hier nochmal mit Heißkleber fixiert. Einfach damit das Rohr nicht verrutscht. Also da geht es jetzt gar nicht mal so sehr um die Wind- und Luftdichtigkeit, sondern in erster Linie darum, dass das jetzt bei der Montage nicht irgendwie verrutscht, den Monteuren oder rausrutscht, weil dann, ja, wenn das dann mal eingeschäumt ist, dann bewegt man da wahrscheinlich auch nichts mehr. Insofern habe ich hier vorgesorgt und das soweit fixiert.
Die sind dann, die Lehrer gehen dann halt zur Stelle, wo das dann verklemmt wird, sind hoffentlich lang genug. Da habe ich mir mit der Planung eben oder auf den Plan geschaut und die relativ großzügig eben dimensioniert von der Länge her. Das sollte soweit klappen. Und so haben wir das jetzt hier eben angegangen. Einen weiteren Typ, ach so, den sehe ich auch hier, den haben wir mittlerweile transportiert. Hier ganz vorne, das ist jetzt so ein bodentiefes Fenster mit zwei Flügeln ohne Festverglasung. Und hier funktioniert das ja ein bisschen anders, aber ähnlich. Also auch hier sind die Kontakte montiert. Und das Leerrohr, das geht wirklich bis hierher in den Rahmen. Und dort ist es dann auch wieder verlötet, Kontakt aufgeschraubt. Und das Leerrohr kommt hier in dem Fall jetzt, liegt quasi auf dem Boden auf. Und ja, wird dann auf dem Rohfußboden hier im Erdgeschoss, also bei diesen Fenstern hier auf dem Rohfußboden eben zum nächsten Verdrahtungspunkt geführt und wird dort dann eben verdrahtet. Also wir haben jetzt quasi diese drei Typen, also zum einen die doppelflügeligen mit einer Festverglasung unten, die doppelflügeligen ohne Festverglasung unten und dann halt noch so einfache Fenster, die nicht bodentief sind. Die hatte ich ja vorangegangen, wie das auch schon vorbereitet. Die stehen hier nach wie vor rum. Die sind auch soweit schon vorbereitet. Also ich bin jetzt größtenteils durch. Es gibt jetzt hier noch diese zwei Fenster, die es zu erledigen gibt. Dann werden wir auch diese nochmal da hinten aufstellen. Dann sind wir mit diesem Thema zumindest durch. Haben den Monteuren tatsächlich auch den Job erleichtert, da die sich jetzt hier mit dem Transport deutlich einfacher tun. Das Zeug muss irgendwie ins Obergeschoss kommen. Das wären die, ja, das dafür muss man es ohnehin auseinandernehmen. Insofern haben wir hier den Job erleichtert damit. Und im Gegenzug müssen wir halt dafür ein bisschen Kabel einziehen. Also das ist auch noch der Schritt, der eben fehlt. Das werde ich dann in den nächsten Tagen tun, dass ich dann je nachdem, je nach Fenster, da wo halt das Leerrohr herauskommt, dass man hier irgendwie seitlich in der Fensterleibung die Löcher vorsieht, durch die dann die Leerrohre durchgezogen werden. Und das müssen halt die Monteure dann bei der Montage da zumindest das Leerrohr mal durchziehen. Von da an übernehme natürlich ich wieder, aber das muss man halt gleich beim Einbau mit erledigen. Und dann sind wir mit diesem Thema erstmal durch. Ging zum Schluss jetzt dann überraschend oder deutlich einfacher und schneller und effizienter von der Hand als zu Beginn, ist ja auch klar. Ich habe eine Menge über Fenster gelernt, wie diese aufgebaut sind. Ich könnte jetzt, glaube ich, jedes Teil austauschen und irgendwie ja, wenn da irgendwann mein Glas bricht, dann weiß ich, wie ich rankomme. Und jetzt hoffe ich mal, dass das soweit in den nächsten Tagen hier nichts weiter passiert. Die Fenster sind eben, also es dauert jetzt noch eine Woche, bis die eingesetzt werden. Wenn die dann mal drin sind, dann haben wir hier ein Dach über dem Kopf, das haben wir schon und dann regnet es auch so von der Seite nicht mehr rein, bläst der Wind nicht mehr durch, das ist eine große Erleichterung. Und solange die Fenster das unbeschadet überstehen, bin ich glücklich. Und sobald die dann eingebaut sind, sollte hoffentlich dann auch nichts mehr passieren. Ich mache mich jetzt hier über die letzten zwei Fenster, bin dann für heute auch erstmal fertig, werde noch ein bisschen hier auf der Baustelle aufräumen und dann sehen wir uns sicherlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.